So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin wieder alleine unterwegs. Das Mameli habe ich abgeladen im Hotel. Die bleibt jetzt noch 3 Tage da. Tut noch ein bisschen relaxen, ein bisschen entspannen ohne mich. Und ich haue es jetzt an den Flughafen. So, ich bin jetzt nochmal schnell in mein Casa zurück, weil da kommt nachher mein Kollektiv, das mich abholt. Und jetzt müsst ihr schauen, was ich von ihr bekommen habe. Ich habe so dermassen Freude. Das ist... Kuba hat ja 2 Währungen, Cuco und Pesos. Und das ist 3 Pesos, also 3 geteilt durch 20. Es hat eigentlich keinen Wert. Aber das ist mit dem Che Guevara drauf. Und die ist noch neu gesendet, die ist noch kein einziges Mal gefaltet worden. Und die kommt mir recht selten über. Also die Einheimischen, die gehen sie ja kaum raus. Und man sieht damit Leute, die auf der Straße verkaufen. Für, ich weiss auch nicht, 3, 4, 5 Kuck oder so. Und sie hat es mir jetzt geschenkt. Sie hat gesagt, dass jetzt seit etwa 3 Jahren hat sie es in einem Buch drin aufbewahrt. Und ich habe jetzt gefragt, wo ich die überbekomme. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe dir eine. So lieb, ich habe mega Freude, weil ich sammle jetzt von jedem Land, wo ich war, bin, sammle ich 1 Note. Und ja, die ist ein ganz spezielles. Schön, oder? Zwischenhalt! So Leute, ich bin im neuen Land angekommen, und zwar in Guatemala. Gerade jetzt angekommen, ich habe noch einen Zwischenstopp müssen machen, wie ihr vielleicht gesehen habt, in Mexiko. Und jetzt bin ich da und jetzt habe ich ganz in der Nähe ein Hostel oder ein Hotel buchen für eine Nacht. Einfach damit ich jetzt mal pausen kann, weil es ist 10:30 Uhr, guatemalische Zeit, aber ich hatte 2 oder 3 Stunden Zeitverschiebung von Kuba jetzt hierhin. Ich glaube, 2 Stunden waren es gewesen. Von dem her bin ich jetzt recht müde. Darum gehe ich jetzt etwa mal legen und morgen geht es dann weiter. So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich habe jetzt hier gerade gepauset in diesem Hotel. Das ist aber ganz in der Nähe vom Flughafen. Und jetzt geht es weiter Richtung Antigua. Das sollte eine ganz, ganz schöne Stadt sein und das gehe ich jetzt mal abchecken. Und ich habe ein Uber jetzt bestellt, das komme ich jetzt ein. Scheiße, jetzt sehe ich es nicht mehr. Etwa in einer Minute oder so komme ich das holen. Ah, jetzt ist er da. Also, ich muss gehen. Ciao, ciao. So, ich bin jetzt mit dem Uber hierher gefahren. Es ist etwa 45 Minuten gegangen und hat etwa 20, mehr als 20 Franken gekostet. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, weil mir gestern etwa 3 Leute gesagt haben, pass auf mit dem Bus und so, es ist gefährlich. Weil es gibt viel Unfälle, Bremsen funktionieren nicht so gut zum Teil. Und ja... Der Raubüberfall hat es auch schon gegeben. Das war, glaube ich, nicht einmal so der Hauptgrund. Und ja, darum bin ich jetzt mit dem Uber hier hin, aber das kann ich mir dann schon nicht immer leisten. Darum muss ich dann vermutlich auch mal ein bisschen mit dem Bus umreisen. Aber ja, jetzt zum Anfangen war das schon okay gewesen, um mich mal ein bisschen drinnen zu gewöhnen. So, ich bin jetzt schon angekommen im Vicho und Charlies Hostel hier in Antigua. Und das ist mein Zimmer. Recht klein. Und das ist das Bett. Aber es hat alles, was man braucht, Lichtschalter, Strom, von dem her tipptopp, hat auch gute Bewertung und es ist wirklich cooler Stuff, freundliche Leute, da aussen sieht es auch recht cool aus, wenn wir mal schauen. Da noch so ein bisschen Chill-Out-Bereich und so. Und die vorne hat es eine Nintendo 64, fast verreckt, so geil, hoffentlich kann ich mal eins zocken da. Und jetzt habe ich gerade noch eine Tour gebucht für übermorgen. Das wird ganz geil, das freut mich schon riesig. Aber jetzt gehe ich zuerst mal Antigua auskundschaften. So, ich habe jetzt ein Restaurant gefunden. Und zwar hat mich da einer auf der Straße angequatscht und hat dann mit mir Deutsch verreden. Und der hat mich dann da nachher zu diesem Restaurant geführt. Und ich habe jetzt hier bestellt Pipián. Das ist ein typisches Gericht von Guatemala. Das seht ihr hier mit Poulet, mit Avocado, mit Reis, mit Hördöpfeln. Das ist so in der Suppe drin. Schmeckt sehr, sehr gut. Tortillas hat es da auch noch dazu, die sind ein bisschen dicker da als in Mexiko. Aber schmecken grundsätzlich auch gleich. Ein bisschen scharf habe ich jetzt hier bekommen, obwohl die hier in Guatemala angeblich nicht so scharf essen. Und der Typ vorne, der mich hier geführt hat, das war eine riesen Nummer. Der hat glaube ich 7 Sprachen. Der hat Holländisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Englisch, Französisch, habe ich schon gesagt, weiss nicht. Irgendwie Norwegisch auch noch und Schwedisch und so. Also,
der hat das alles sich selber beigebracht und der hat mir etwa, wirklich etwa 20, ohne zu übertreiben oder noch mehr, Sprichwörter erzählt vom Deutschen, irgendwie der frühe Vogel fängt den Wurm oder der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder es gibt noch andere Mütter mit hübschen Töchtern oder tschüss, halt die Ohren steif und so. Also unglaublich, was der Typ alles gelernt hat, da auf der Straße. Ja, genau, so wär's. Und jetzt esse ich weiter. Nicht wahr, weil das wäre eigentlich mein Grundgedanke gewesen, dass ich jetzt esse und nicht mit euch rede. Ich lenke mich immer ab. Es ist da übrigens so ungefähr 23, vielleicht 24 Grad. Und wir sind etwa auf 1500 Meter oben. Und die ganze Stadt da hat etwa so 35'000 Einwohner. Also ein kleines, herziges Städtchen. Schön Alltag, seht ihr vielleicht alles so mit diesen Steinpflaster da. Nicht asphaltiert. Ja, aber es ist so ein Hochgebirge und es ist so ein bisschen umgeben von Vulkanen. Das wird ihr sicher dann auch noch mal ein bisschen mehr sehen. Und ja, also wirklich schick, schick. So, also das erste Zwischenfazit von einem halben Tag Guatemala. Die Leute sind extrem freundlich. Die sprechen einmal, die reden mit dir, die fragen, wie es dir geht, die zeigen dir alles und so. Also richtig, richtig schön da, also wirklich muss ich sagen. Das Essen war auch sehr, sehr gut gewesen. Das eine, was ich jetzt bis jetzt hatte. 7 Franken habe ich jetzt für das gezahlt. Das war wirklich sehr, sehr gut gewesen. Alles frisch zubereitet. Das würde ich jetzt sagen, in Mexiko auch so viel zahlen. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also von dem her, preislich kann man da nichts sagen. Ja, also so kann es weitergehen, würde ich sagen. Und jetzt zeige ich euch endlich mal ein bisschen Antigua. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich treffe mich jetzt mit einem Kollegen, mit dem William, den ich gestern auf Couchsurfing kennengelernt habe. Wir sind gestern eben noch schnell ein bisschen in Ausgang. Wir sind da irgendwie ein Bierpong-Turnier dummerweise irgendwie reingelaufen. Es war ganz lustig. Natürlich haben wir aber die Heime gelassen. Und ja, jetzt gehen wir zuerst mal etwas essen. Es ist irgendwie schon 11:30 oder so. Nein, 10:30 sogar. Ich habe noch nichts gegessen. Ich habe ziemlich Hunger. Und nachher gehen wir, glaube ich, noch ein mit zwei anderen Couchsurfern oder so, glaube ich, da ein bisschen Gegend um sich machen. Aber das sehe ich jetzt dann alles. So, wir sind jetzt hier in so einem lokalen Restaurant mit dem William da. Das ist jetzt Deutsch. Und mit dem Tom. Tom ist Schweizer. Schweizer. Aber von Genf. Von Genf. Von Genf. Wohnt jetzt aber zu Montreal. Nein, jetzt ist er am Reisen. Und wir essen jetzt hier ein richtig geiles Boulet. Und dahinten könnt ihr das gerade frisch bröteln und das geniessen wir jetzt. Wir sind gestern eben alle ein bisschen zu viel getrunken und darum brauchen wir jetzt etwas richtig Kräftiges zum Essen. Provecho. Mein Provecho. So, wir haben fertig gespissen. Den Tom haben wir jetzt verabschiedet, der ist jetzt weitergezogen. Und William und ich gehen jetzt rauf. Auf Mirador. Um die schöne Stadt da mal von oben anzuschauen. Gell? Ach so. We'll be right back.
So, wir sind jetzt hier auf dem Aussichtspunkt und schauen euch, wie das aussieht da. Richtig schöne Aussicht über ganz Antigua und dahinten der Vulkan nennt sich Agua und dahinten ist noch der Fuego. Der ist letztens ausgebrochen, das habt ihr vielleicht in den Nachrichten mitbekommen, da sind ganz viele Leute da gestorben dran. Den sehen wir jetzt hier gerade nicht, der ist da ein bisschen hinter den Bäumen, ein bisschen versteckt. Fuck you. So, wir sind jetzt auf einem anderen Aussichtspunkt. Wir sind jetzt so mit so einem Auto, mit so einem Chip hochgefahren. Und da seht ihr Agua, El Agua, das Wasser, Vulkan. Und da hinten sind eben die zwei, die ich erzählt habe. Das ist der Fuego und der Acatenango. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Und auf der eine, El Fuego ist a la izquierda. Huh? Yes. Okay, also der links ist das Feuer, El Fuego und dieser, eben, den ich nicht ausspreche, kannst du schon wieder sagen, Acatenango. Verstanden? Genau. Und von da haben wir wirklich richtig schöne Aussicht. Und da oben ist, glaube ich, ein gewisses Restaurant oder so, da ist noch eine Pizzeria. Und wir haben vorne da unten hat es so ganzen Haufen so, wie sagen wir denen? Kräuter. Und da kann man so so dran schnüffeln. Dort oben bei dem Vulkan, vordran seht ihr vielleicht, zoom es nachher schnell hin, ist so ein weisses Wölkchen, das ist jetzt vom Krater rausgekommen, vom Vulkan. Und wenn man ganz genau schaut, hast du oben dran so eine Rauchwolke, die es gegeben hat. Wartet. Das. Wo ist es? Das da. Und da oben sehen wir auch noch. Ja, sie haben hier auch relativ viel Erdbeben. Das ist wohl 3D-tonische Platten, wie sagen wir das auf Deutsch? Keine Ahnung. Sind hier und die. Ja, darum gibt es dann auch so relativ viel Erdbeben. When was the last one? 1974 hat es da ein gröberes Erdbeben gegeben, wo viele Sachen zerstört worden sind, aber jetzt so in den letzten paar Jahren ist eigentlich nicht mehr gross passiert, glaube ich. Also einfach kleinere, aber nicht irgendwie so ein riesiges, wo alles zerstört hätte. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen Schoki gekauft, ja. Weil Antigua ist so ein bisschen bekannt für Schoki, schwarze Schoki. Und ich muss sagen, die ist richtig, richtig gut. Und das ist jetzt das erste Mal, wo ich so einen Bar kann kaufen kann. Weil sonst haben wir da immer noch irgendwie so Pulver, eben in Mexiko zum Beispiel, so das Pulver bekommen oder die genau, wo bin ich gewesen? Eben immer noch so das Dings für die Jogging und so. Und da ist das erste Mal, wo wir da Praline und so können kaufen. Also, richtig cool. Schmeckt sehr, sehr gut, dass ich wirklich. Ich habe vorhin gesagt, als Schweizer muss ich wirklich eingestehen, die ist jetzt auch wirklich sehr gut. It's like origami in my mouth. So, wir sind mittlerweile wieder zurück. Jetzt gerade hier noch ein Bierli am Trinken mit Fahrrad. Und ja, ich sollte aber nicht allzu lange machen, weil morgen um 7:30 ist die Versammlung für meinen Eingang. Darum muss ich ein bisschen fit sein, aber 1-2 Bierli liegt schon drin, oder? So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Und dann würde ich sagen, bis dann. Ciao zusammen. Yeah. Yeah.